Joachim Bauer, den ich schon seit vielen Jahren kenne, war heute zu Gast in Salzburg im Rahmen des Grünen Bildungsdialogs. Ich bin fasziniert gewesen von dir, wie ich das Buch gelesen habe, Warum ich fühle, was du fühlst. Dort beschreibst du die unglaubliche Wirkung von Spiegelneuronen. Mhm. Was haben Spiegelneuronen mit der Schule zu tun? Spiegelneuronen sind die Nervenzellen, die mich als Lehrkraft in die Lage versetzen, mich empathisch einzufühlen in Kinder und Jugendliche. Und diese Fähigkeit, sich einzufühlen in Kinder, ist für Pädagogen entscheidend wichtig. Auf der anderen Seite können wir aber auch die Spiegelsysteme des Kindes aktivieren durch die Art, wie wir als Pädagogen auftreten. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer, die überzeugend auftreten, die eine gute Sprache und Körpersprache haben, können über die Wirkung, über die Ausstrahlung, die sie haben, die Resonanzsysteme oder Spiegelsysteme des Kindes aktivieren, und sie können durch das Vorbild, das sie selber geben, im Kind Veränderungen auslösen, die gut sind für den Bildungsprozess. Das heißt, ich kann zum Beispiel durch die Art, wie ich selber meine Begeisterung am Stoff zeige, den ich lehre, mit dieser Begeisterung die Kinder anstecken. Und das läuft auch über Spiegelsysteme, nämlich über die Spiegelsysteme der Kinder. Es ist also in der Pädagogik beides wichtig, dass auf der einen Seite ich mich mit meinen Resonanzsystemen darum bemühe, die Kinder und Jugendlichen zu verstehen, zu schauen, in welcher Lage sie jetzt gerade sind, was sie brauchen. Und auf der anderen Seite, dass ich ein Stück weit Führung zeige als Pädagogin oder Pädagoge. Das heißt, dass ich so auftrete, dass ich Ausstrahlung bewirke und damit die Kinder und Jugendlichen anstecke. Das ist die eine Seite, die Beziehung zwischen dem Lehrer oder der Lehrerin und dem Schüler. Dazu gibt es viel aus deiner Sicht, oder hast du viel gesagt heute, braucht es dazu auch bestimmte Rahmenbedingungen oder spielen die keine Rolle, damit diese Beziehung so funktionieren kann, damit sie erfolgreich ist für beide Teile? Es braucht dafür natürlich Rahmenbedingungen, und zwar schon in der Lehrerausbildung. Wir haben diese Seite der Fähigkeit der Lehrkraft, die Beziehung mit dem Kind zu gestalten, in Beziehung mit dem Kind zu kommen, die haben wir in der Lehrerausbildung viel zu schwach entwickelt. Wir brauchen eine verbesserte Lehrerausbildung, die die Lehrer nicht nur zu Fachleuten in den Fächern macht, die sie später unterrichten, sondern die sie auch eben Beziehungskompetenz erlernen lässt, sodass sie später eben diese Arbeit der Beziehungsgestaltung dann auch tatsächlich leisten können. Und wir brauchen natürlich in der Schule eine Umgebung, die dieses Gemeinschaftliche zwischen Lehrern und Schülern begünstigt. Und dazu brauchen wir vor allem weniger Stress für Lehrkräfte, und wir brauchen kleine Klassen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir kleine Lerngruppen haben, weil wo die Klassengrößen zu groß werden, kann die Lehrkraft sich natürlich entsprechend dem einzelnen Kind, dem einzelnen Jugendlichen nicht mehr hinreichend zuwenden. Deswegen brauchen wir tatsächlich gut gebaute Schulen, die eine gute, freundliche Atmosphäre vermitteln, und wir brauchen gut ausgebildete Lehrkräfte und wir brauchen kleine Klassen. Du hast in deinem Buch Schmerzgrenze, das ist dein jüngstes Buch, darauf hingewiesen, dass nicht nur körperlich zugefügter Schmerz Reaktionen auslöst, sondern auch seelisch zugefügter Schmerz, Kränkung, mangelnde Beachtung. Was heißt das jetzt für das Beziehungsgefüge zwischen Pädagogen und Kindern? Ja, das ist eine Einsicht aus der Neurobiologie, die extrem wichtig ist für die Pädagogik, nämlich die Erkenntnis, dass die Schmerznervenzellen des Gehirns nicht nur dann reagieren, wenn wir einem anderen Menschen körperlichen Schmerz zufügen, sondern dass diese gleichen Schmerznervenzellen auch dann reagieren, wenn ich von anderen ausgegrenzt oder gedemütigt werde. Und wir haben eben in der Schule leider oft die Situation, dass Kinder entweder von anderen Kindern ausgegrenzt werden oder aber, dass eine Lehrkraft, die jetzt sehr gestresst ist, die Grenze der sachlichen Kritik, die immer berechtigt ist, die sachliche Kritik darf und muss sein, dass diese Grenze aber überschritten wird und ein Kind vielleicht vor der Klasse lächerlich gemacht oder gedemütigt wird. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil ein Kind oder ein Jugendlicher, der Demütigungserfahrungen erlebt, der Ausgrenzungserfahrungen macht oder diskriminiert wird, ein solches Kind reagiert
mit den Schmerznervenzellen des eigenen Gehirns und wird dann vermehrt dazu neigen, aggressiv zu sein. Nicht? Und diese Aggression, die kann sich dann entweder nach außen wenden als Gewalt oder sie kann sich auch gegen die eigene Person wenden und kann sich dann in seelischen Störungen, zum Beispiel in Depressionen äußern. Das heißt also, wir sollten den gesamten pädagogischen Raum sowohl zu Hause, in den häuslichen Milieus, in den Familien als auch in den Schulen so gestalten, dass Kinder und Jugendliche keine Ausgrenzungserfahrungen machen. Da spielt natürlich auch das Schulsystem eine Rolle. Wir sollten ein Schulsystem haben, in dem es nicht irgendwelche Bereiche gibt, wo Kinder das Gefühl haben, ich bin hier in einem Bereich des Schulsystems, wo ich ausgegrenzt bin. Wir müssen darauf achten, dass kein Kind auch vom System der Schule her das Gefühl hat, ich bin hier auf dem Abstellgleis. Nicht? Und entsprechend sollten wir auch das Schulsystem gestalten. Joachim Bauer, vielen herzlichen Dank. Joachim Bauer war heute zu Gast in Salzburg vor einem übervollen Hörsaal oder in einem übervollen Hörsaal und viele Lehrerinnen und Lehrer haben sich bei ihm ganz herzlich bedankt und sind, glaube ich, wirklich sehr bereichert nach Hause gegangen. Ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank.